Hallihallo Leute, schön, dass ihr wieder hier seid und zuschaut. Wer unseren Kanal schon etwas länger verfolgt, der weiß, wir haben schon einmal so ein Video gemacht und zwar in Dubai. Diesmal haben wir uns dafür entschieden, wir machen es hier auch auf Zypern. Wer das Video noch nicht kennt, wir verlinken es euch oben bzw. unten in der Infobox. Ja, wir haben einige Restaurants für euch hier ausgetestet und haben eine kleine Foodtour gestartet. Das ist nur ein kleiner Einblick. Es gibt ja extrem viele Restaurants hier. Und da es das letzte Mal ziemlich gut ankam, haben wir uns gedacht, machen wir das noch einmal. Kommt mit, seid gespannt und let's go! Wir sind angekommen mitten im Herzen von Larnaca und zwar im Miegel Café. Unten könnt ihr sehen, es gibt einmal vorne an der Straße das Café und ein bisschen weiter hinten jetzt den Miegel Garden. Es gibt hier eine ganze Speisekarte nur für uns Veganer, das ist immer richtig genial. But can I have them with the scrambled eggs instead of fried eggs? Yes. So, jetzt schaut euch bitte mal diese Pancakes an. Und das Ganze noch vegan dazu. Freue mich extrem drauf jetzt. Und was hast du? Und Pancakes. Mit Hash Browns, mit Bacon, mit scrambled eggs. Cheddar cheese. Wir sind wieder zurück vom Auto und ein kleines Fazit lassen wir euch noch da für dieses super tolle Restaurant. Also hier passt die Definition klein und fein definitiv. Die vegane Speisekarte, ihr habt es gesehen, wirklich vom Brunch bis zum Abendessen ist alles dabei. Also wenn ihr hier in Larnaca seid, besucht unbedingt das Miegel Café, es ist richtig, richtig lecker. Und nun geht's weiter zur Location Nummer 2. Weiter geht's mit Station Nummer 2 und zwar haben wir uns für unseren Lunchbreak dafür entschieden, dass wir hierher fahren auf den Mackenzie Beach zum Divinus Restaurant. Das ist ein Italiener und man munkelt, es gibt hier vermutlich die beste Pizza auf ganz Zypern. Und ob das stimmt, schauen wir uns jetzt an. Eine Margarita mit Büffelmozzarella. Mm. Ich habe mal eine vegane Pizza gegessen, und zwar die Ortolana. Die sieht richtig lecker aus. Leckere Pizza gibt es noch eine feine Nachspeise. Tiramisu. Als einzige vegane Nachspeise gibt es einen Fruchtsalat. Den gönne ich mir jetzt. Jetzt vom Divinus. Wir haben uns den Bauch richtig vollgeschlagen. Das Gerücht mit der wohl besten Pizza auf Zypern
denke ich mal, das ist richtig, es war richtig, richtig lecker. Kurz zum Preis vielleicht noch. Was haben wir jetzt bezahlt? Wir haben so circa 50 Euro, glaube ich, bezahlt. Ist absolut okay. Wir kommen in Larnaca und zwar im Radisson Blue Hotel, in meinem absoluten Lieblingsrestaurant im Ma. Das ist ein peruanisch-japanisches Restaurant und ich muss ganz ehrlich gestehen, japanische Küche hat mir eigentlich nie so geschmeckt, aber seitdem ich hier das erste Mal war, muss ich das komplett revidieren. Es gibt wirklich sehr, sehr tolle Sachen hier, folgt mir, schauen wir uns an, was es hier Tolles zu essen gibt. Must-have zum Start wird nichts über Shrimp Tempura Rolls mit frittierten Süßkartoffelfäden. Das gibt es bei mir jedes Mal. Ein Traum. Es gibt richtig gute Sushi hier. Also sicher eine der besten Sushi-Adressen in ganz Zypern. Aber auch andere gute Hauptgerichte, ob das jetzt Beef Teriyaki ist, Wagyu-Fleisch, verschiedenste Fischarten. Also sehr, sehr gut. Bei mir gibt es Guacamole Rolls. Das ist mit den veganen Gerichten oft nicht so einfach. Aber irgendwas ist immer dabei. Mahlzeit. Mega. Mega. Bei der Mama haben wir auch noch Kaffee gemacht. Bei der Mama sind Pflicht. Marek sucht sich schon was für die Hauptspeise. Weiß ich schon, Black Cod. So wie immer, Kabeljau, beste in town. Zufrieden? Absolut, Black Cod. Kostet zwar ein bisschen was, aber ist absolut lecker. Beste Kabeljau, den man essen kann hier. Für mich gibt es die Red Pepper Rolls, dem die vegane Karte nicht so groß ist. Mahlzeit. Lecker. Vielleicht noch kurz zu den Preisen. Wir sind hier ein bisschen höher angesiedelt. Hat uns jetzt gekostet, eben die zwei Vorspeisen. Zwei Hauptgerichte und die drei Getränke, 75 Euro. Für Dubai-Verhältnisse würde man sagen, okay, hier ist es schon ein bisschen teuer, aber ab und zu mal kann man sich das gönnen und von dem her macht man nicht jeden Tag, also geht das in Ordnung. So, das Abendessen haben wir hinter uns, das war mega, mega lecker hier im Mar. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, super, wir machen eine Zypern-Foodtour und das war aber noch nicht typisch Zypriotisches dabei. Das gibt's jetzt im Anhang für euch. Wir sind jetzt in der vierten Station unserer Zypern Food Tour und zwar sind wir heute in der Taverne Patrikon in der Nähe von Kitty, südlich von Larnaca. Ist ein ganz, ganz tolles Restaurant, so Fusion-Küche, also Zypriotisch-Küche mit moderner Küche vereint. Es gibt heute ein 12-Gänge-Menü. Ich bin schon sehr gespannt. Ich war selbst noch nie in diesem Lokal. Und lassen wir uns mal überraschen und schauen, was es heute Gutes zum Abendessen gibt. Die Taverna Patrico ist eine Geheimadresse für all jene, die typisch zypriotische Küche erleben wollen. Die Taverne bietet ein Sommermenü sowie ein Wintermenü an. In unserem Fall war es das Sommermenü. Jeder Gang wird hier ausführlich erklärt und jede Frage wird vom Personal sehr, sehr freundlich beantwortet. Calamari, and the third one is souvlaki with pita sauce. For the vegan option, it's this one. Okay. The first one, vegan tahana. The second one is here, the souvlaki, this is from mushroom. Okay. And the yellow lentil, it's with red pepper glaze and some magolis. Very
Enjoy. Was ist das? Ein zypriotischer Salat. Sieht aus wie so gebackener Käse, ja? Ja, gebackener Käse. Und lecker? Fantastisch. We have wine cheese. And at the base we have pickled vine leaves. On top we have some radish and turkey. This is cheese. Yeah, this is cheese. Yeah. Okay. Enjoy. Flour in one dish. Mm-hmm. At the base we have mashed cauliflower. The pink one is pickled. We have some fried. And in the middle, the one with the seeds is called mungra, which is pickled cauliflower with sourdough. Is this vegan? This is vegan, oh. Yeah. Wow. We have the basic cream from carrot. The white cream is from anari. The vegan one is vegan anari. We have some spinach, salt and pistachios, homemade fried dough, and on top we have for our next dish, we have a summer version of spinach rice. We have at the base a cream from spinach. We have calamari marinated in beer with some homemade rice crackers. And for the vegan option, we have fennel. Unserem zypriotischen Abend hier in einem kleinen Dorf in der Nähe von Pervolia. Ja, was ist dazu zu sagen? Es ist mega lecker gewesen. Wir haben pro Person so um die 40 Euro bezahlt, inklusive Getränke, also Preis-Leistung richtig genial. Falls ihr hier in der Nähe seid, solltet euch das unbedingt auf die Agenda schreiben. Lohnt sich auf alle Fälle. Ja, das war's wieder mit einem Video von uns. Wenn es euch gefallen hat, wenn wir euch ein bisschen einen Mehrwert da lassen haben können, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen da lasst, den Kanal abonniert, die Glocke läutet, damit kein weiteres Video mehr verpasst. Und in dieser Hinsicht würden wir uns freuen, wenn wir uns nächste Woche beim nächsten Video wiedersehen. Macht es gut, ciao!